Ich begrüße dich zum 37. Videoblog von Katzers Literatur Crossover. Heute geht es um die wohl am meistgelesene Art von Geschriebenem, nämlich um Zeitungen. Ich bin gerade unterwegs in meinem Stammlokal, das Café Einfahrt am Rande des Wiener Karmelitermarkts. Die Einfahrt, ein Lokal, das nicht nur Gemütlichkeit bietet, sondern auch mir als Gast jede Menge meiner Lieblingszeitungen und Magazine. Ein wahrer Hort von Bildung und Information. Der Begriff Zeitung tauchte im 14. Jahrhundert das erste Mal im Raum Köln auf, als Kunde, Nachricht. Die entscheidende Wendung für die Verbreitung von solchen Zeitungen brachte Johannes Gutenberg 1445 mit seiner Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern. Und so wurden jetzt eben nicht nur Bücher gedruckt, sondern auch Einblattdrucke. Und zwar auch mit Holz- und Kupferstichen illustriert und sie erschienen ereignisbezogen, also nicht täglich oder wöchentlich. Und solche Drucke nannte man gelegentlich Neue Zeitung. Und so übertrug sich der Begriff Zeitung für Nachricht auf den Nachrichtenträger selbst. Das erste regelmäßig erscheinende Nachrichtenblatt auf der ganzen Welt, das auch Zeitung genannt wurde, erschien 1605 in Straßburg. Und zwar war das die Relation aller führenden und gedenkwürdigen Historien des Buchbinders Johann Carolus. 100 Jahre später erlebten, heute würde man sagen, Magazine die erste große Blütezeit. Die Tagezeitung war noch nicht so richtig en vogue, löste aber schön langsam den Ausrufer ab. Die älteste, bis vor kurzem noch erscheinende Tagezeitung der Welt war die Wiener Zeitung. Seit 1703 und jetzt nur mehr online. Traurig ist es. Die erste gedruckte Zeitungsanzeige erschien 1626 in den Niederlanden. Das ist der Verleger Abraham Verhoevens und seine Zeitung hieß Nieuwe Tijdingen. Das war auch die erste illustrierte, damals noch mit Holzschnittdrucken. In Frankfurt erschien die Frankfurter Oberpostamtszeitung. In Frankreich 1760 die Gazette de France unter Kardinal Richelieu strenger Zensur. Oder der Cherokee-Phönix in Amerika des 19. Jahrhunderts, eine rein indianische Zeitung. Die erste Wettervorhersage erschien am 14. Mai 1692 in London in dem Wochenblatt A Collection for Improvement of Husbandry and Trade. Und The Ladies' Mercury war die erste Frauenzeitschrift der Welt. Die erste russische Zeitung, die St. Petersburgski Vedomosti, erschien 1703 das erste Mal. Zar Peter der Große, der ja 21 Jahre lang nur Kriege führte, ließ darin eigentlich fast ausschließlich über seine Siege berichten. Der Brite John Walter gründete 1785 die Zeitung The Times. Doch er lebte zum Großteil von Nachrichten und Gerüchten über Prominente, die er auf besonders dringliche Bitten der Betroffenen nicht druckte. Die Erfindung der Schnellpresse und später der Rotationsdruckmaschine bildeten einen weiteren Meilenstein zur Verbreitung von Zeitungen. Ebenso wichtig war, dass im 19. Jahrhundert das Anzeigenmonopol fiel, ein wesentlicher Einnahmequell für Herausgeber, aber auch genauso ein Quell für politische Einflussnahme, wie wir ja wissen. Aber natürlich nicht zuletzt die Tatsache, dass immer mehr Menschen lesen konnten, ließ das Zeitungswesen explodieren. Ende des 19. Jahrhunderts gab es bereits 3500 Zeitungen allein in Deutschland. Ja, so könnte ich jetzt stundenlang weiter schwadronieren. Ein schier unerschöpfliches Thema. Interessant für den Schluss ist vielleicht dieser Mann. Josef Pulitzer, geboren 1847 in Ungarn, ein kämpferischer und sehr erfolgreicher investigativer Journalist und Zeitungsherausgeber, stiftete sein Vermögen von 2 Millionen Dollar für herausragende journalistische Leistungen, heute als Pulitzerpreis bekannt. Aber da ich für meine Blogger immer nur ein paar Minuten Zeit habe, werde ich diesen Preis wohl nie bekommen. Aber ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch beim 38. Blog von Katzers Literatur Crossover. Und für heute sage ich Tschüss und wie immer, keep swinging.